Hallo und herzlich willkommen zurück zu Türchen Nummer 18 des Advent of Code Adventskalenders. Nachdem wir gestern eine Sonde in den Graben geschossen haben, gehen wir jetzt selber in den Graben herunter und kommen an einen Haufen Schneckenfische vorbei, die sagen, dass sie den Schlüssel sogar haben hier vorbeikommen sehen. Was wir jetzt aus der Sonde gelernt haben, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir ja völlig umsonst da reingeschossen. Naja, genau, also die Schneckenfische sagen uns, sie haben den Schlüssel vorbeischweben sehen und sie würden uns sogar sagen, wohin. Wenn wir einem der kleineren Schneckenfische bei seinen Mathehausaufgaben helfen. Und hier geht's ab. Also, was ihr hier seht, das sind Schneckenfischzahlen. Ja, sie benutzen nicht einfach nur unser Zahlensystem, sie haben ein anderes Zahlensystem. Am Ende des Tages lautet die Matheaufgabe, ein paar Schneckenzahlen zu addieren und dann eine Checksumme aus dem Ergebnis zu ziehen. Das ist Part 1, womit ich dem 99%, ach, wenn das mal reicht, 99,9% meines Codes und der Bearbeitungszeit des heutigen Rätsels gewidmet sind. Part 2 war dann in 2 Minuten erledigt. Also auch Part 2 heute, wenn man Part 1 geschafft hat, ist Part 2 überhaupt keine Hürde mehr. Part 1 ist hier die Schwierigkeit. Aber eine kleine Gemeinheit gibt es bei Part 2. Hier wird ja gesagt, also die Addition unter den Schneckenfischzahlen ist nicht kommutativ. Jetzt wird am Ende verlangt, hier das Anschauungsbeispiel, dass man diejenigen zwei Summanden identifiziert, wo, ich habe ja vorhin gesagt, dass man addiert einen Haufen Zahlen und zieht eine Checksumme raus. Diese Checksumme heißt Magnitude. Also irgendwie, man kann aus einer Schneckenzahl eine Magnitude berechnen. So, jetzt ist der zweite Teil heute, man soll zwei Summanden identifizieren, sodass die Magnitude deren Summe maximal ist. Also man soll hier das magnitudenmaximierende Paarsumme. Ja. Und am Ende kommt raus, beim Anschauungsbeispiel, dass die Summe eines Paares mit der maximalen Magnitude sich zusammensetzt aus dieser Zahl, das ist hier die vorletzte Zeile, als ersten Summanden. Plus die erste Zeile als zweiten Summanden, denn immer noch, es ist nicht kommutativ. So, die Gemeinheit jetzt bei Part 2 ist also diejenige, wenn man bei der Addition nicht aufgepasst hat, ja, kann ja, ich würde es mal an einem ganz simplen Beispiel vorführen. Gibt es das eigentlich? Nein, gibt es nicht, aber das gibt's. So, wenn ich sage, ich habe einen Summanden, weiß ich, 3 und einen anderen Summanden, weiß ich, 4. So, dann ist die Summe x plus y ein Wert und ich habe am Ende noch beide Summanden über. Wenn man eben darauf achtet, dass die Summe wirklich eine neue Entität ist, die beiden Eingangsentitäten nicht überschreibt. Wenn ich hingegen sage, x ist gleich x plus y, ja, dann habe ich noch mein y, aber mein x hat jetzt einen anderen Wert angenommen, es ist nicht mehr 3. Das ist natürlich hier bei den Integers ziemlich offensichtlich, aber man muss eben aufpassen, wenn man jetzt für diese Schneckenzahlen, die ja doch schon ein komplexeres Konstrukt sind, wenn man eine Additionsroutine für diese Schneckenzahlen schreibt, dass diese Additionsroutine nicht nur die richtige Summe berechnet, sondern eben auch die Summanden nicht verändert. Am besten einfach die Summanden wie vorher kopiert zum Beispiel. So, also wenn man da eben nicht aufpasst, ja, dann, und wegen der fehlenden Kommutativität, dann probiert man ja erstmal durch. Der erste mit dem zweiten, der erste mit dem dritten, der erste mit dem vierten, der erste mit dem fünften und jedes Mal verändert sich der erste. Vor allen Dingen, wenn ich erst der erste mit dem zweiten und dann umgekehrt der zweite mit dem ersten. Die zweite Summe ja schon, kann ja dann schon verfälscht sein, wenn nach der ersten Summierung der Summand hinüber ist, weil er verändert, bearbeitet wurde. Ja. Also man muss eben aufpassen, dass die Addition nicht die Summanden bearbeitet, beziehungsweise sich vorher lokale Kopien zieht, um dann in den Kopien
rumzuhantieren. Aber das ist so die einzige Gemeinheit, ist eigentlich auch nicht mal unbedingt jetzt eine große Hürde. Kommen wir zu Part 1. Was hat es mit diesen Zahlen auf sich? Also, Schneckenzahlen sind Paare, Paare von x und y, wobei x entweder eine Integer, also eine im unseren Sinne normale Zahl, oder ein anderes Paar ist. Ja, das sind rekursive Strukturen, also die Paarung 1, 2 ist eine Schneckenzahl, aber eben auch die Paarung aus dem Paar 1, 2 und 3 ist eine Schneckenzahl. Ja, also eine Schneckenzahl ist eine Liste der Länge 2, deren Einträge Integers oder wiederum solche zwei langen Listen sind. Und das kann sich beliebig hoch verschachteln. Hier ist ein, das ist eine Schneckenzahl, was jetzt hier markiert ist. Halt, warte, so jetzt. Das ist eine Schneckenzahl, was markiert ist. Und die Addition ist wie folgt definiert. Man sieht es hier. Wenn ich eine Schneckenzahl addiere mit einer zweiten Schneckenzahl, dann passiert nichts weiteres, als dass der erste Summand das linke Mitglied und der zweite Summand, das rechte Mitglied eines neuen äußeren Paares wird. Also ich spanne einfach ein neues Paar eckiger Klammern drumherum und packe ein Komma dazwischen. Das ist die Addition. Die Addition ist also denkbar einfach. Wo kommt jetzt hier aber die Schwierigkeit her? Ja, Schneckenfischzahlen wachsen eben so schnell an, dass es da zwei Operationen gibt, das Explodieren und das Splitten. Der sagt, wenn eine Schneckenzahl an irgendeiner Stelle tiefer verschachtelt ist als vier Paarungen von eckigen Klammern. So, zum Beispiel hier ist eine Zahl mit dreieckigen Klammern, ja, ganz außen und dann einmal um 1,9 und ein drittes Mal um 8,5, aber die Verschachtelungstiefe ist 2, weil die eckige Klammer existiert parallel oder neben dieser eckigen Klammer. Aber beide sind sie eingesetzt in die äußere Klammer. Ja, also die äußere Klammer ist Verschachtelungstiefe 1 und dann jeweils die inneren sind Verschachtelungstiefe 2. Hier ist ein Beispiel, ja, auf. Hier haben wir Verschachtelungstiefe 4. Zu, wieder auf, bleibt bei 4. Zu, auf. Auf, wieder 4, auf, wieder 4, zu, 9. So, also das hier wäre eine gültige Schneckenzahl, weil sie nicht tiefer als viermal verschachtelt ist. Und die hat drüber auch alle. Und ich glaube überhaupt alle Beispiele hier, dreimal auf, viermal auf, 3, 2, 3, 4. Ja, also die Beispiele hier sind, ups, die Beispiele hier sind alle in diesem Sinne regulär. Keiner von denen ist vierfach verschachtelt. Und wären sie vierfach verschachtelt, hier ist ein Beispiel. Ja, man addiert, sagen wir mal zum Beispiel, das hier drin, das ist eine gültige Schneckenzahl, wird addiert mit der 4, dann komme ich hier auf eine Schneckenzahl, die jetzt aber fünffach verschachtelt ist. Und jetzt kommt das Explodieren. Was passiert beim Explodieren? Na, ich nehme die 8, addiere sie auf diese 1 drauf. Ich nehme die 9 und schmeiße sie weg, weil hier links keine weitere Digit mehr auftaucht, wo ich sie drauf addieren könnte. So, also die 9 fliegt weg. Also hier die linke 9 fliegt weg und die 8, die geht auf die 1. Und das Paar 8, 9 wird ausgetauscht durch eine 0. Ja? Also muss dann hier stehen 0, 9, 2, 3, 4. 0, 9, 2, 3, 4. So, das ist Explodieren. Also hier ist das Gegenstück. Hier haben wir auch wieder eine Verschachtelungstiefe 5, weil 1, 2, 3, 4, 5 mal geht die Klammer zu. So, die 3 wird auf die 4 addiert, die 2 würde auf die nächste Digit zur rechten addiert werden. Da ist aber keine weitere Digit, also geht die 2 einfach verloren. Das heißt, was am Ende dann dastehen muss, ist 7, 6, 5, 7, 4 plus 3, 7, 0. 7, 6, 5, 7,0. Ja, also nach dem Explodieren ist die Verschachtelungstiefe um 1 reduziert worden. Da sind Sie unten noch ein paar komplexere Beispiele, was. Aber die Regel bleibt dieselbe, was ich gerade erklärt habe. Ja, man nimmt. Also man sucht eine Zahl ab. Es kann ja auch sein, dass eine Zahl an mehreren Stellen fünffach oder mehr verschachtelt ist. Da was macht man dann? Man sucht sich von links nach rechts. Man sucht sich das erste Paar aus, das als linken und rechten
linkes und rechtes Mitglied nur Integer hat, ja, das erste Paar, das tiefer verschachtelt ist als 5 und das nur aus Integern besteht. Und dann explodiert man das. Was ist mit den übrigen? Nacheinander. Also man explodiert erstmal dieses linke. Und wenn man fertig ist, dann analysiert man die Zahl neu, checkt, gibt es immer noch tiefere Verschachtelungen und dann wird weiter explodiert. Also man wiederholt das. Man sucht sich immer das erste verletzende Element von links nach rechts, explodiert das und dann wird neu gecheckt. Neben dem Explodieren gibt es aber auch noch das Splitten. Das Splitten passiert, wenn ein Eintrag an einer Stelle, ja, hier steht ja 9, 5, 4, so, das sind ja alles Digits 0 bis 9. Jetzt, wenn zum Beispiel durch das Explodieren werden ja Einträge aus einer Paarung woanders drauf addiert. Wenn durch dieses Draufaddieren zufälligerweise Einträge entstehen, die größer sind als 9, also 10 werden und höher, dann wird diese Zahl ersetzt durch ein neues Paar, wo links die Hälfte abgerundet und rechts die Hälfte aufgerundet eingetragen wird. Ja, also eine 10 wird ersetzt durch die Paarung 5, 5, weil 5 ist 10 halbe. 11 wird ersetzt durch die Paarung 5, 6, weil 5 ist 11 halbe abgerundet und 6 ist 11 halbe aufgerundet. 12 wird 6, 6 und so weiter. So, und jetzt insgesamt sagt man also, wenn eine Zahl zu tief verschachtelt oder zu große Einträge hat, dann muss sie reduziert werden. Und reduzieren passiert, indem ich so oft explodiere, wie ich kann. Wenn da nichts mehr zu explodieren ist, dann wird gesplittet. Dann wird wieder so oft explodiert, wie geht. Dann wird gesplittet. Dann wird wieder so oft explodiert, wie geht. Dann wird gesplittet, bis man irgendwann nicht mehr splitten kann. Ja? Also das Explodieren ist die wichtigere Reduzierungs- oder die, ja doch, die wichtigere, die Reduzierungstechnik oder die Reduzierungstechnik höherer Priorität. Erst explodieren, so oft wie man explodieren kann, dann splitten, dann wieder explodieren. Ihr habt es jetzt begriffen. So. Und jetzt diese Magnitude. Hier ist ein Beispiel für addieren. Ja, ich nehme eine Zahl, das ist eine reguläre Schneckenzahl, regulär in dem Sinne von, sie kann nicht mehr explodiert werden und sie kann nicht mehr gesplittet werden, weil es keinen Eintrag gibt, der tiefer verschachtelt ist als 4 und weil es keinen Integer-Eintrag gibt, der größer ist als 9. So, und jetzt werden hier zwei reguläre Schneckenzahlen addiert. Es kommt also ein zusätzliches Klammernpaar außen drum herum und es hat ein Komma zwischen die beiden gesetzt. Aber der erste Summand war schon vierfach verschachtelt. Das heißt, die Summe ist jetzt fünffach verschachtelt. Die 4, 3 ist jetzt zu tief verschachtelt. Es wird also einmal explodiert. Die 4 geht weg. Aus dem Paar 4, 3 wird eine 0. Und auf die 4 wird eine 3 drauf addiert. Also steht dann vorne eine 7. Das hat scheinbar aber irgendwie zur Folge oder aus... Ah ne, wir haben hier zwei Einträge, die vierfach verschachtelt sind. Also die 4-3, ja, wir haben die 4-3 war vierfach verschachtelt, die 8-4 war vierfach verschachtelt. Nach der Summe sind beide fünffach verschachtelt. Ich kümmere mich zuerst um die 4-3, dann kümmere ich mich um die 8-4. Das sorgt dann aber dafür, weil diese 8 wird durch das Explodieren auf diese 7 zu einer 15. Also muss als nächstes gesplittet werden, einmal. Dann müsste wieder explodiert werden, aber es gibt nichts zu explodieren, also wird nochmal gesplittet, diese 13. Dann ende ich ab mit dieser Zahl und jetzt muss zum Abschluss noch einmal explodiert werden. Nachdem ich also zweimal explodiert, zweimal gesplittet und dann noch ein drittes Mal explodiert habe, habe ich schlussendlich die Summe gefunden in der regulären Darstellung. Und jetzt kommen wir zu der Magnitude als abschließende Bemerkung. Der Schneckenfischlehrer checkt nur noch die Magnitude. Das heißt, die Magnitude ist eine rekursive Eigenschaft. Es wird gesagt, von jeder Paarung, egal ob ganz tief drin verschachtelt oder außen drum, man sagt, die Magnitude einer Schneckenzahl ist dreimal die Magnitude ihres linken Eintrages plus zweimal die Magnitude ihres rechten Eintrages. Das bedeutet, wenn ich ein
einsames Paar habe, 9,1, dann ist die Magnitude 3 mal 9 plus 2 mal 1, 29. Habe ich jedoch die Zahl 1, 9, dann 3 mal 1 plus 2 mal 9 ist 21. Wenn ich jetzt aber die Magnitude einer verschachtelten Zahl mir angucken möchte, dann ist das 3 mal die Magnitude von 9,1, also 3 mal 29 plus 2 mal die Magnitude von 1,9, also 2 mal 21 und dann komme ich auf 129. So, jetzt sind hier, ihr habt es ja schon gesehen hier beim Durchscrollen, hier sind 1 Million Anschauungsbeispiele und Vorführungen und das eigentliche Anschauungsbeispiel für den gesamten Part 1, nicht nur seine Teile, also nicht nur, gibt dir ein Beispiel, das einem zeigt, wie man addiert, es gibt Beispiele, die einem zeigen, wie man explodiert, es gibt Beispiele so und so und so und so. Hier jetzt, kurz vor Part 2, taucht aber jetzt das eigentliche Anschauungsbeispiel auf, wo uns mehrere Zahlen gegeben sind, die nacheinander aufaddiert werden sollen. Das ergibt eine finale Summe. Und wovon die Magnitude berechnet worden ist. Also das ist jetzt das Beispiel, das einmal Part 1 komplett durchexerziert zur Anschauung. Und das Gleiche, was für dieses Beispiel hier gemacht wurde, nämlich das nacheinander aufaddieren und dann das Magnitude nehmen, das sollen wir dann mit unserem individualisierten Input auch durchführen. Da bin ich auf 4173 gekommen. Und dann sind wir wieder bei Part 2, wo gesagt wird, naja, such diejenigen zwei Summanden und in der Reihenfolge raus, sodass die Magnitude maximiert wird. Das war dann bei mir 4706. Witzigerweise ist also die maximierende Magnitude zweier meiner Summanden größer als die Magnitude der nacheinander aufaddierten Zahlen. Hier ist mein individualisierter Input, hier ist also die Matheaufgabe unseres kleinen Schneckenfisches. So, und damit kommen wir zum Programm. Das möchte ich am liebsten gerne versuchen, so kurz wie es geht zu halten. Es ist, ihr seht es noch, ne? 314 Zeilen. Also, ich habe irrsinnig viel dafür programmiert. Ich bin mir unschlüssig, also kürzer geht sicherlich auf jeden Fall, aber ob es jetzt qualitativ wirklich so viel kürzer geht. Ich habe mir eine Klasse geschrieben, die Snail-Namen, Schneckennummer. So eine Snail-Nummer repräsentiert ein Paar, kennt möglicherweise ein Parent, ja, wenn es ein Paar verschachtelt in einem anderen Paar ist, dann ist das Paar darüber das Parent. Ansonsten gibt es einen linken Eintrag und es gibt einen rechten Eintrag. Und an der Stelle schon schrillen alle Alarmglocken, das hier ist das Setup für einen Binärbaum. Und genau das ist ja der Clou bei diesen Schneckennummern. Es sind Binärbäume. Und entsprechend bei all diesen Operationen, die wir gerade durchdiskutiert haben, muss man beachten, wenn man jetzt, dass man sich in einem Baum bewegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal gerade dieses Explodieren, das ist natürlich ziemlich hinterlistig. Hier war das Explodieren. Nur allein schon mal Beispiel 1 fürs Explodieren. Hier wird gesagt, 9, 8 ist fünffach verschachtelt, also fliegt die 9 raus und die 8 muss auf ihren Nachbarn aufaddiert werden. Aber wir sind in einem Baum. Ja? Wir haben, je nachdem, wie man diese Schneckennummern speichert, das wäre vielleicht noch eine Idee, dass man vielleicht die Zahlenwerte einer Schneckennummer als Contiguous Array speichert. Das wäre vielleicht clever gewesen. Das habe ich aber nicht gemacht. Das heißt also, für mich sind all diese Zahlenwerte, 9, 8, 1, 2, 3, 4, die stehen nicht einfach so nebeneinander. Ich kann nicht einfach sagen, okay, der rechte Nachbar von 8 ist die 1. Sondern ich sehe, 8 ist ein Leaf, ein Blatt am Ende des Baums. Und da muss ich eben, so weit es notwendig ist, hochgehen, bis ich an den Abzweig komme, von wo ich aus rechts runter zur 1 gehen kann. So, und das gleiche gilt auch für 9. Ich muss also 5-mal hochgehen, um mir sicher zu sein, dass links von der 9 nichts ist. Und so weiter und so fort. Noch dazu kommt, habe ich auch noch elendig verprogrammiert. Ich habe eine Stunde mit Code zugebracht, den ich am Ende gelöscht und vom Scratch neu geschrieben habe. Aber sei es drum. Es gibt eine Initialisierungsfunktion. Sie nimmt links und rechts an, wobei links und rechts entweder auch Snail Numbers sind oder Integers. Sie werden eingetragen und jedem von ihnen wird eingetragen, dass Self jetzt ihr Parent ist, wenn sie eine Snail-Nummer
waren. Ich habe Len, ja, also die Python-interne Len-Funktion kann ich anwenden auf meine Snail-Nummern. Das sagt mir zumindest schon mal, wie viele Integer-Einträge meine Snail-Number hat. So, und das wird ein ganz simpler Trick. Ich sage, okay, ich initialisiere hier underscore len, ist was zurückgegeben werden soll, ist eine 0. Und dann iteriere ich über meinen linken und meinen rechten und prüfe, ist links und rechts jeweils int? Wenn ja, dann wird für jeden plus 1 drauf addiert. Wenn nein, dann muss es ja eine Snail-Number sein und die hat ja dann auch wieder eine Länge. Also die Len-Funktion ist wie alles hier rekursiv definiert. So, und weil ich jetzt gesagt habe, dass das ja meine Daten nicht in einem Contiguous Array gespeichert werden, brauche ich also irgendwie eine andere Funktionalität, um hier mit zwischen den Integer-Einträgen navigieren zu können. Und das macht die getItem-setItem-Funktion. Ja. Mit der getItem-Funktion, die Idee ist, wenn ich sage, wenn das hier meine ganze Snail-Number ist, ich sage, ich möchte den Eintrag mit dem Index 0 haben, dann kriege ich die 9. Wenn ich den Eintrag mit Index 1 haben möchte, bekomme ich die 8. Index 2 ist die 1, Index 3 ist die 2, Index 4 ist die 3, Index 5 ist die 4. Ja, also die werden continuously durchnummeriert. Das ist getItem. Also damit kann ich auf die Einträge an den Enden des Baums geordnet nach der Lesereihenfolge von links nach rechts aufrufen. Und analog dazu setItem, also ich kann auch sagen, ich möchte an die zweite Stelle, also an die Stelle mit Index 2 möchte ich einen Eintrag reinschreiben, dann ist 0, 1, 2, dann würde die 1 überschrieben werden. So, also dieses getItem und setItem sind ein Teil der Funktionalität, die ich mir geschrieben habe, um quasi die Integer-Daten meiner Schneckennummern nach außen zu fingieren, als wären sie ein Contiguous Array, als würden sie alle nebeneinander stehen. Also ich bringe sie dadurch direkt in Nachbarschaft. Aber ihr seht es halt hier eben auch, ne? Das ist rekursiver Code. Dann gibt es die die Additionsfunktion, das ist ja das Einfachste überhaupt. Ich ziehe mir eine Kopie von meinem linken Summand, ich ziehe mir eine Kopie von meinem rechten Summand über diese Funktion fromString. Die ist oben, ich habe sie gerade mal eben überscrollt. Da kommen wir noch gleich ganz kurz zu. Und nachdem ich mir jeweils Kopien gezogen habe über die Stringdarstellung meiner Snail Numbers, kann ich eine neue Snail Number aus ihnen heraus erzeugen. Und dann kommt auch schon gleich das Reduce, wenn also schon explodiert und gesplittet und hast du nicht gesehen. Dann nur um mich mit dem Anschauungsbeispiel vergleichen zu können, habe ich meine Funktion geschrieben, equal. Also die prüft, ob zwei Snail Numbers gleich sind. So, was heißt, dass sie gleich sind? Na, dass sie die gleiche Verschachtelungsstruktur haben, dass die Integer-Einträge identisch sind. Ja, damit geprüft, ja. Also ist die Verschachtelungstiefe gleich? Wenn nicht, dann sind sie nicht gleich. Ist ihre Länge gleich? Wenn nicht, dann sind sie nicht gleich. Und dann, ja, other iterate leaves, self iterate leaves. Hier werden die Blätter miteinander verglichen, wo mindestens links oder rechts oder beides Integer-Einträge sind. Ja, dann wird, also ich iteriere mich über self iterate leaves, lass mir immer also das nächste Blatt geben, also ein Ende vom Baum. Und ob ich links oder rechts schauen muss für den Integer-Eintrag. Und analog dazu mache ich dasselbe mit, ich vergleiche ja self mit other, das gleiche ist next iter, mit iter iteriere ich durch other. Also ich iteriere durch self, ich iteriere durch other und immer wenn ich mir für self ein neues leaf hole ich mir ein neues Blatt von other auch. Und wenn self mir ein Blatt gibt und other aber sagt, sorry Junge, du bist fertig iteriert, hier ist kein Blatt mehr. Ja, dann gibt es hier eine Stop Iteration Exception, die wird hier von TryExcept gefangen und ich gebe False zurück. Dann sind sie nicht gleich, wenn nicht gleich viele Blätter links und rechts durch die Iterierung zurückgegeben werden. Dann wird geschaut, ob die Werteeinträge gleich sind, wenn ich mir schon zwei
Blätter links und rechts greifen konnte. Wenn nicht, dann sind sie also nicht gleich. So, und wenn ich dann Self fertig durchiteriert habe, dann gucke ich, ob Other noch weiter iterieren kann. Wenn Other noch weiter iterieren kann, dann Return False, dann sind sie nicht gleich. Wenn Other nicht weiter iterieren kann, dann gibt es eine Stop Iteration Exception. Nehme ich zur Kenntnis und sage, okay, Return True, dann sind die beiden also gleich. Ich konnte sie in gleicher Weise durchiterieren und überall standen dieselben Werte, also sind sie gleich. So, dann meine String Representation, meine Repre-Representation ist übrigens auch schon wieder rekursiv. Ja? Ich sage, String angewandt auf Self ist String angewandt auf die beiden Childs. So, die Property Atomic, ich weiß gar nicht, nutze ich das überhaupt noch? Ich glaube, das hat sich erledigt. Irgendwo nutze ich es noch. Doch, ich nutze es noch. Okay. Atomic sagt, ob eine Snail Number am Ende nur noch Integer-Einträge hat. Also, dass dann keine andere Snail Number links oder rechts mehr auftaucht. Das sind wirklich also die einfachstmögliche Paarung ist dann die Atomic-Paarung. So. Level und Def ist mehr oder weniger das gleiche, nur gegensinnig. Ja, das oberste Parent hat Level 1 und je tiefer ich gehe, Child, Child, Child und Child von Child, da wächst dann langsam die Level an, bis ich dann irgendwann ganz unten angekommen bin, wo das größte Level zu finden ist. Dort ist die Def 1 und beim Wieder-Heraussteigen, ja, also Parent hat Level 1 und Def irgendwie K und das niedrigste Kind hat Level K und dafür aber Def 1. Ja, also das sind zwei gegenläufige Eigenschaften. Und natürlich auch rekursiv. Was sonst? Iterate Leaves. Genau. Jetzt hat man ja schon gerade beim Is Equals gesehen. Iterate Leaves iteriert die Blätter an meinen Bäumen. Genau. Also im Großen und Ganzen sage ich eigentlich nur, wenn mein linkes Child, wenn das linke Kind ein Integer ist, dann gebe ich Self zurück und 0. 0 heißt links. Also 0 ist der Index, den ich brauche, um mit der GetItem-Funktion, an der wir schon vorbeigekommen sind, diesen Integer aus Self rauszukriegen. Also Self von 0 ist der Integer. Hier, Self-L-Int. So, Self von 0 ist der Integer. So. Wenn allerdings links kein Integer ist, sondern es ist halt eine Snail Number, na dann halt eben Yield from, also auch wieder rekursiv, ja, Yield from, dann gehe ich eben dem seine Blätter durch. So, das war links, als nächstes gucke ich mir rechts an. Wenn rechts ein Integer ist, dann gebe ich also den Parent zurück. Ja, genau, wenn rechts ein Integer ist und wenn links ein Integer ist, dann gebe ich den Parent Self zurück und 1, also der Index für GetItem, um an SelfR, also wenn ich jetzt sage Self von 1, gibt mir dann genau SelfR zurück. Wenn links keine Integer ist, dann gebe ich auch Self zurück und hier die Länge von SelfL ist dann, also das gibt mir ein Integer zurück, der größer ist als 1. Und dieser Integer ist dann genau der richtige, um mit der GetItem-Funktion auf Self an SelfR zu kommen. Also Self von len SelfL gibt mir genau SelfR. Wenn insgesamt SelfR aber gar keine Integer war, sondern es eine Snail Number, dann eben auch wieder Yield from. Iteriere ich durch. Rekursiv, rekursiv, rekursiv. Kommen wir zum Explode. Wenn die Def von Self kleiner ist als 5, dann gibt es nichts zu explodieren. Return false. False ist hier zu verstehen als ich habe Änderungen ausgeführt. Falsch. Also nein, es ist eine Verneinung von der These, dass Explode in place Änderung ausgeführt hat. Es kommt noch dazu, mein Explode ist eine in place Manipulation. So, wenn die Def aber gleich 5 oder größer ist, dann macht Explode höchstwahrscheinlich was. Ach, das hier könnte man sich sogar sparen, weil hier ist im Grunde derselbe Checkup nochmal. Da habe ich nicht drauf geachtet. Also ich kann diese Bedingung auskommentieren oder ich kann diese Bedingung auskommentieren. Die machen im Wesentlichen dasselbe. Wie dem auch sei, ich iteriere durch alle meine Blätter durch
und sage dann, okay, ist Node ein Atomic, also hat das nur noch Integers als Kinder und ist der Level größer 4 und Iterate Leaves geht von links nach rechts durch, dann habe ich jetzt genau die Node nach Aufgabenstellung gefunden, die ich explodieren muss. Break. Das heißt, jetzt ist Node ist jetzt diejenige, die explodiert werden muss. Und jetzt kommt eine übelste Code-Kaskade. Jetzt sage ich, okay, Child Node ist Node und Parent Node ist Child Node.parent. So, und jetzt möchte ich mit Hilfe dieser While-Struktur denjenigen Integer-Index aufbauen, sodass ich mit der GetItem-Funktion angewandt auf Self auf den ersten Eintrag von Node komme. So, das heißt, wenn ich hier angekommen bin, dann ist das fertig. Ja, also dieses Node Start IDX, das wird hier zwischendurch immer wieder mal dann geupdatet. Also hier arbeite ich auch rekursiv, nur eben nicht rekursiv nach unten, sondern rekursiv nach oben. Ich gehe nicht immer tiefer, sondern jetzt ist Node ist ja irgendwie ein Child irgendwo im Herzen der eigentlichen Zahl und jetzt iteriere ich mich rekursiv nach oben, um quasi invers zu berechnen, was der Index gewesen wäre, um mit getItem auf den ersten Eintrag von Node zugreifen zu können. Also gewissermaßen das, was hier passiert, ist die inverse Operation zu getItem. Statt anhand eines Index einen Eintrag zu identifizieren, versuche ich für einen Eintrag herauszufinden, was denn sein Index gewesen wäre, sozusagen. So, das ist, was dieser Code hier macht. Und wenn ich das gefunden habe, ja, ich habe jetzt den Node Start Index, der ist jetzt also wurde mal mit 0 initialisiert. Jetzt ist er aber wahrscheinlich nicht mehr 0, sondern jetzt ist es der Index vom ersten Eintrag von derjenigen Node, die im Sinne der Aufgabenstellung explodiert werden muss. Und jetzt sage ich, okay, wenn es größer 0 war, dann kann ich jetzt den linken Eintrag von Node einfach auf seinen Nachbarn davor drauf addieren. Wenn es klein genug war, kann ich auch den rechten Eintrag auf den Nachbarn rechts drauf addieren. Und dann kann ich noch hingehen, mir von Node nochmal die Parent holen und sagen, da wo Node drin steht, trag mal jetzt bitte eine 0 ein. So, und dann return true. Und true hier jetzt in dem Sinne von, ich habe etwas bearbeitet, ich habe etwas explodiert, damit ich weiß, okay, ich muss nochmal checken, ob jetzt noch mehr zu explodieren ist. So, dann ja, nehmen wir dann einfach den Check da raus. Oder? Nee, 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 den lassen wir mal drin. Dann nehmen wir den hier raus. Der ist dann wirklich. Ach so, und dann fängt wieder PyCharm an, rumzuekeln. Ach Mann. Node Union Snail Num None is None. So, also obwohl PyCharm jetzt dachte, na möglicherweise könnte ich hier ankommen und Node ist gar nicht initialisiert. Das kann gar nicht passieren. Hier wird auf jeden Fall Node gesetzt. Aber ja, was auch immer. So, das war Explode. Dann kommt Split. Split ist in dem Gegenüber viel einfacher. Ich iteriere mich wieder alle durch meine Leaves durch. Ich checke jetzt, wo ein Blatt einen Eintrag hat, der größer ist als 9. Und dann Break, weil das der Eintrag ist, den ich splitten muss. So, dann wird hier New Node, hier, ne, Floor ist abrunden, Seal ist aufrunden, wird also Entry halbe Floor und Entry halbe Seal, wird eine neue Snail Number erschaffen als New Node. Die wird dann an Ort und Stelle, wo Entry war, eingetragen, links oder rechts, je nachdem. Und dann wird der New Node auch noch gesagt, dass hier dieses Leaf, das ist dein Parent. Und return true, auch wieder im gleichen Sinne von, ich habe was gesplittet. Das bringt uns zu reduce. Reduce sagt, while true, if explode, continue. Ja, also wenn er hier geht hier durch, sieht, er explodiert, wenn wahr zurückkommt, dann fängt er von vorne an. Explodiert, wenn was zu explodieren war, fängt von vorne an. Wenn da nichts mehr zu tun ist, dann geht er zum Split. Wenn Split positiv ist, dann geht er zurück zum Anfang, explodiert wieder, und explodiert und explodiert und splittet und explodiert und explodiert. So, bis irgendwann nichts mehr zu explodieren und im Anschluss daran auch nichts mehr zu splitten ist, dann kommen wir hier beim Break. Das Break bricht das While und dann ist das Reduce abgeschlossen. Ganz zum Schluss, last but not least, die Magnitude. Auch wieder rekursiv. Also Magnitude ist 0. So, wenn der linke Child ein Integer ist, dann dreimal links ist bis auf weiteres erstmal der Zwischenwert für die Magnitude.
Andererseits, sonst, wenn also links kein Integer ist, dann ist die Magnitude gleich 3 mal die Magnitude von links. So, wenn rechts ein Integer ist, dann Magnitude plus gleich 2 mal rechts. Wenn rechts kein Integer ist, stattdessen halt Mag plus gleich 2 mal rechts dot Magnitude. Und dann kann ich Mag zurückgeben. So. Und damit kommen wir zur Main. Hier übrigens, das ist mein ganzer Debugger-Code, um zu gucken, dass die Schneckenklasse richtig arbeitet. Ich lasse das vielleicht einfach mal so drin. So, dann Part 1, hier wird das Beispiel gecheckt. Part 1, mein individualisierter Input. Part 2 wird das Beispiel gecheckt. Und Part 2 für meinen individualisierten Input kann man laufen lassen. Dauert eine Weile, jetzt ist Part 1 erledigt. Dauert noch eine Weile mehr. Aber im Großen und Ganzen ist das, schließt das die Aufgabe für heute ab. Hier seht ihr nochmal das fertige Bild für heute. Das Skript rechnet immer noch, das ist aber gleich fertig. Darauf warten wir noch. Aber ansonsten möchte ich mich dann auch schon so langsam verabschieden. Wir sehen uns dann morgen zum 4. Advent. Da ist das Skript fertig geworden. Das sind jetzt also die beiden Teilantworten. Und dann sage ich ciao, ciao. Ach ja, und abonnieren, wenn euch was gefällt, was ihr hier seht, oder wenn es euch hilft. Ciao, ciao.